Am 8. September 1910 wird in Le Vésinet in Frankreich Jean-Louis Barrault geboren. Er ist einer der Protagonisten des europäischen Theaters in diesem Jahrhundert und Prototyp des großen Regisseurs, Schauspielers, Bearbeiters und Autors. Er hat eine neue Art des Theaters entwickelt und ist sowohl in Frankreich als auch im Ausland oft kopiert worden. In seiner Theaterarbeit, vor allem an der Seite seiner Frau Madeleine Renaud, hat Barrault nicht nur das klassische Repertoire neu interpretiert. Er hat sich persönlich für das Entstehen des zeitgenössischen französischen Repertoires eingesetzt, für die Existenzialisten um Albert Camus und dann für die Surrealisten, insbesondere für Paul Claudel. Bekannt sind auch seine Bearbeitungen literarischer Prosa. Die Theaterkompanie Barrault-Renault hat lange ihren Sitz im Théâtre Marigny. Ab 1959 ist Barrault Direktor des Théâtre de France. Im Jahr 1968, als die Jugendrevolte in Paris stattfindet, wird er als Exponent der etablierten Kultur entlassen. Trotzdem setzt Barrault unbeeindruckt seine Arbeit fort und findet einen neuen Raum zum Theaterspielen in der alten Eisenbahnstation von Orsay an der Rive Gauche. Dort errichtet er ein großes Zelt und entwickelt unbeirrbar seine Ansichten von Dramaturgie und Theater weiter. Mit Barrault als Regisseur und Darsteller bleibt immer die wagemutige, geniale Offenheit verbunden, die er im Theater und im Kino der technischen und ästhetischen Tradition der französischen Pantomime verdankt. Speziell der Lehre von Étienne Descroux. Seine unbestritten beste Leistung gibt Jean-Louis Barrault mit der Darstellung des Mimen Des Bureaux in dem 1945 entstandenen Kultfilm Kinder des Olymp von Marcel Carné. Barrault nimmt darin viele Stilmittel vorweg, die die neue Pantomime der Gegenwart charakterisieren. Die Geste, der Einsatz des ganzen Körpers in der dramatischen Darstellung, geht dabei weit über die Möglichkeit des Wortes hinaus. Jean-Louis Barrault ist einer der großen Erneuerer der Schauspielkunst und ein Wegbereiter zukunftsweisender Trends. Nicht umsonst tragen seine Memoiren den Titel Erinnerungen für morgen.